Servus, liebe Leute! Heute geht es um den schönen heißen Bohnensaft, den wir alle kennen und lieben, nämlich Kaffee. Denn wir spielen Espresso Tycoon. Und wir starten gleich mal die erste Mission, in der wir einen Wettbewerb gewonnen haben. Mit dem Titel: Ich habe genug von der Arbeit in einem Unternehmen. Und der Hauptpreis ist eine Praktikumsstelle in einem Café. Wow! Also, ich hätte mir was Besseres vorgestellt als Preis mit dem Wettbewerbstitel, aber gut. In Südafrika beginnen wir unsere Show. Jetzt stellt euch mal vor, ihr gewinnt dann wirklich in irgendeinem Wettbewerb und dann heißt es, ja, du kannst jetzt als Praktikant in Südafrika bei einem Kaffeewagen arbeiten. Oh, ist natürlich extra Zwischensequenzen. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus für so ein kleines Indie-Game. Was halt so mehr den Augenmerk auf Wirtschaftssimulator hat. Oh, you must be the winner of the contest. Nice to meet you. My name is Kim and I'm here to help guide you during your coffee journey. We're gonna travel around the world together starting here in a beautiful park in Cape Town. Do you see this humble coffee truck over there? Let's start with creating a brand for it. Boah, der Park sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Direkt am Sandkasten, wenn dann die kleinen Kinder da spielen, dann können die ganzen Muttis, die aufpassen müssen, gleich mal sich einen Kaffee bei uns holen. So, wir wollen mit unseren tollen Kaffeewagen hier nennen. Wir haben ja anscheinend verschiedene Logos zur Auswahl. Schriftarten auch. Okay. Farbe können wir... Ah, das ändert die Farbe vom Wagen selber. Machen wir mal einen roten. Was wäre denn so eine schöne Schriftart hier? Ja, nehmen wir doch mal hier die Schriftart. Jetzt brauchen wir noch ein gescheites Logo. Gibt ja schon einiges an Logos, aber so wirklich haut mich da jetzt nichts um. Vor allem, warum gibt es eine Zitrone? Oder eine Banane? Ja, was ist... was nehmen wir da? Ja, nehmen wir die Rakete. Dann nennen wir das alles mal Rocket Coffee. Wir sind ganz kreativ heute. Ist eh nur ein Tutorial. Wow, what a brand. I bet your place will attract customers like bees to honey or like pigeons to coffee. Wait, what's going on? Oder wie Tauben zu Kaffee? Was ist denn hier los? Oh, noch eine Cutscene gleich. Immer diese kaffeesüchtigen Tauben. What the fuck geht hier gerade ab? Okay. I've seen many weird things in my career, but a caffeinated pigeon is definitely something new. In any case, let's learn how to navigate the scene. By the way, if you ever need help with any task, just click the Show Me How button for more detailed instructions. Ja, dann weiß mich doch mal ein. Zeig mir wie. Beweg die Kamera. Oben, unten, links, rechts. Kamera drehen. Wow. So die Standardsteuerung halt. Pigeon. You can switch from strategic to pigeon or cinematic camera mode to see the world from different angles. Try it now. Zum Taubenmodus. Wechsel zum Kinomodus. Zeig mir wie. Switch zu. Okay, da. Okay, das ist dann der Kinomodus.
Und das ist wohl der Taubenmodus. First, we need to buy some chairs and tables, so people can sit down and relax. We should also consider adding some additional lighting, just in case someone is sipping on coffee all evening long. Okay, Tische, Stühle, Beleuchtung. So ein bisschen wie bei Sims gemacht. Fangen wir mit den Tischen an. Was habe ich denn an Geld? Okay, habe zwei Tische, habe zwei Stühle, habe eine Lampe. Ja komm, ist ja eh nur das Tutorial, dann nehmen wir mal den günstigen Tisch. Weil wir sind ja auch nur ein einfacher Coffee Truck, da brauchen wir jetzt auch noch nicht irgendwie den teuersten Tisch von allen zu kaufen. Passen wir mal farblich an. Und, na, wo ist denn der jetzt? Hallo? Muss ich den ziehen? Ah, jetzt ist der. Ach so. Hier ist ja der Weg, da kann ich nicht draufstellen, deswegen. Ah. Ja, eins, zwei. Dann brauchen wir noch Stühle. Alles passend zum Fahrzeug. Und dann wäre noch eine Lampe nicht schlecht. Eine alte metallene Öllampe, die fände ich doch hier am besten. Nice work. The park is looking empty. I mean, cozy. You're almost ready to start earning money, but we still need to create a menu for customers to order from. Eine Menükarte. So. Ach, das sind die meine verfügbaren Kaffeesorten. Was für eine vielfältige Menükarte. Du hast das ganze zwei Sorten. Supplies that you'll need to start serving coffee. You're all set to go. Now it's time to see how your first customer buys a coffee. Okay, dann beobachten wir mal, wie unser erster Kunde Kaffee kauft. Ich habe so das dumpfe Gefühl, es ist dieser glitzernde Mann, der jetzt meint, er müsste jetzt einen Rocket-Kaffee trinken. Congratulations on your first sale. While you might not be rich just yet, with a few more million sales, you'll be well on your way. Let's take a closer look at that customer now. Kann ich mir genau angucken, okay. Soziale Gruppe freigeschalten. Ah, es gibt also verschiedene soziale Gruppen hier. Nimm es locker. Ein Tag nach dem anderen und schieb Verantwortlichkeiten auf, bis sie unbedingt erledigt werden müssen. Beantalk und Beanstagram. Okay. Beantalk und Beanstagram sind das Periskop des Lebens. Meet Johnny Doe, a casual. It's good to know your customers. Fortunately, Johnny Doe. Using mind reading device, you can see what your customers really think about their experience. Each review affects your rating points. So, pay attention. Can you see his review of the coffee price? Kannst du deine Bewertung von Kaffeepreis sehen? Ja, sehr günstig. Sitzt im Café, Zufriedenheit, okay. Schließ das Kundenfenster. Okay, das sollte ich hinkriegen ohne Tipp. When you see your customers are happy about the affordable price of coffee, you may consider increasing it a bit to earn more money. Let's try that now. Ah, solange sie sagen, ja, es ist günstig und deswegen gehe ich dahin, mache ich es immer wieder ein bisschen teurer. Was hat denn der überhaupt bestellt gehabt? Espresso. Soll ich erhöhen? Okay. Ja, jetzt kostet es am nächsten Tag schon 10 Cent mehr. Analyzing reviews from your customers can give you valuable insights into how to grow your business. But don't forget about the other customers. Click on the highlighted one. Den markierten Eintrag. Ah, da ist noch einer. Hipster! Ja, so sehen die Hipster heute aus. Die waren halt auch schon alt. Kriegen halt auch schon ihre Geheimratzecken. Immer auf der Jagd nach dem nächsten kunstvollen hergestellten organischen, quality-free, Fairtrade, ethischen und lokalen Kaffee. This is Marco Polo, a hipster.
As you can see, he likes coffee to go, but you don't Marco Polo der Hipster. Okay, die Namensgabe war ja sehr kreativ in dem Game. Aber ich habe keine Becher. Oh mein Gott, ich habe keine Becher. Was mache ich nur? Vielleicht soll ich Becher kaufen. It's a good opportunity to learn how to order supplies. Let's make your customer happy and order some takeaway cups for him. Ja, dann bestellen wir doch mal Becher zum Mitnehmen für ihn. Öffne das Fenster, Vorräte. Ah, da oben. Sieht man auch, warum ich nicht mit Kamera spiele, weil hier so viele Sachen sind. Einwegartikel. Dass die Kamera immer irgendwas Wichtiges verdecken könnte. Bestell Becher zum Mitnehmen. Simple Tassen. Achso, das sind alles Becher zum Mitnehmen. Ja. 25 Stück bestellen wir mal. Gibt es da einen Rabatt, weil es dann so grüner wird? Was? $271.99 für die Sofortlieferung. Das ist ein bisschen teuer für die einfachsten Becher. Just wait a bit. In the 21st century, drones can deliver your order. In our world, people are okay with drone delivery. It's a part of our mundane life. Da ist unsere Lieferung auch schon per Drohne geliefert. Jetzt kann auch der gute Herr Hipster Marco Polo herkommen und sich einen Kaffee zum Mitnehmen kaufen. You're learning very fast. You've analyzed customer reviews and taken action to improve your profits and customer experience. That's how you build a successful business. There's one more customer waiting. Let's take care of her too. Noch ein Kunde? Da ist ein Kunde. Student. Die Nächte durchmachen, als wäre es ein Nebenjob. Sich von Ramen, okay, und Koffein ernähren und versuchen zwischen den Vorlesungen den Sinn des Lebens zu finden. Ich wusste gar nicht, dass Ramen bei Studenten so sehr beliebt sind in den USA. Meet Dana Mulder, a student. It looks like she really likes your decoration. I'm not surprised at all. You've already met three different social groups. In future missions, you'll meet even more. Remember, each social group has different expectations. Okay, dann hat wahrscheinlich jede soziale Gruppe dann ihre eigenen Vorlieben und demnach muss ich dann so nach und nach bestimmt meinen Kaffee ausbauen. Sitting, you'll notice that she left some rubbish behind. This happens sometimes. Some customers can be a bit messy. Let's clean it up so the next customer won't complain. Immer diese unordentlichen Studentinnen. Und jetzt soll ich sauber machen. Alter. Was hat sie da für Farbe hinterlassen, dass da dieses Nuklearzeichen drüber ist? That looks much better. Just a heads up. Sometimes you might need to focus on a task, but there's a lot going on around you. In these situations, you can always pause the game and take your time. Try pausing and resuming now. Ja. Anhalten und weiter. Das ist auch wieder so eine simple Standardmechanik. When you're waiting for something and don't have much to do, you can speed up the game. You can always go back to the standard speed later. Try them both now. Die Geschwindigkeit erhöhen, zurück. Now you know how to manipulate time. You're almost ready to go, but remember that some customers come with their pets. It would be nice to offer some water for them to drink while their owners enjoy a cup of coffee. Let's make Oh, das Spiel denkt sogar an Haustiere von Kunden. Habe zwei Hundenäpfe. Gibt's dafür eine extra Kategorie? Wahrscheinlich oder speziell? Ja. Hundenapf. Schicker Hundenapfrot. Ja, wir nehmen natürlich den roten hier, das muss ja alles farblich passen. Ah, so many
happy dog tales. My boss, Mr. I Hate Him, tells me I'm needed somewhere else now. I'm confident that you'll be able to complete the mission on your own. Check out the mission window to see your goals and progress. We'll see each other again soon, I promise. One last tip. Check if you still have coffee beans. Also wahrscheinlich muss ich Kaffeebohnen kaufen. Bestellvorräte. 0 Gramm. Verkaufe 5 Kaffee. Ist mein Missionsziel. Das heißt, ich brauche Kaffeebohnen. Milch, Sojamilch. Erdnusscreme. Mayonnaise? Alter, wer nimmt Mayonnaise auf seinen Kaffee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders gut schmeckt mit Mayonnaise. So. Wollte ich aber mal, jetzt müsste ich eigentlich wissen, wie viel bräuchte ich denn so im Schnitt? Für Kaffee, also wie viel Gramm Kaffeebohnen. Gramm und ich habe jetzt mehrere 500 Gramm Dinger bestellt. Es sollte reichen fürs Tutorial. Außerdem haben wir noch einen Americano. Aber die Musik ist aber schön entspannt. Ein Espresso zum Mitnehmen, kommt sofort. Einen Kaffee müssen wir noch verkaufen, dann ist die Mission fertig. Halleluja, wir haben es geschafft. Na, wir gehen zur nächsten Mission gleich mal. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt nicht extra speichern. Nach einem erfolgreichen Praktikum in Kapstadt hast du ein Flugticket in die geschäftigte Stadt New York erhalten. Diesmal bist du dafür verantwortlich, den Glanz eines verfallenen Cafés wiederherzustellen. Die berühmte Musikerin Hobie oder Phoebe oder wie auch immer, sucht einen neuen Ort für Auftritte. Vielleicht kannst du sie überzeugen, in dein Café zu spielen. Jede Mission, hab eine Gitarre, hab einen Gitarrenverstärker. Bewertung von 30 erhalten, okay. Besitze Barista mit den Fähigkeiten Kaffee auf Mindeststufe, nicht schlecht. Also ich muss hier mindestens einen Angestellten haben, der einen Kaffee macht, wo die Leute sagen, mindestens, ja, ist nicht schlecht. Ich denke, das kriegen wir hin. Hallo again, how was your flight from Cape Town? I hope you handle 22-hour flights better than I do. Anyway, here we are in New York. They say the city never sleeps, so it seems like a perfect place for another coffee shop. This place has potential, but we'll have to work on it, starting, of course, with the brand. Ah, okay. Ja, und wie gesagt, gleich wieder... Gleich das nächste Kaffee-Design für... Das Tutorial. Bleiben wir bei Rocket Coffee, aber ich tue jetzt da nicht großartig hier noch irgendwie rumändern. Recognizable brand is a must have in such a competitive market. Now let's take care of the coffee shop itself. At this moment it's very neglected, but I'm sure you can quickly bring this place back to life. Do you see this cabinet in the middle? The previous owner must have left it here. Let's sell it to make some space. Das Ding! Das soll ich verkaufen. Artikel verkaufen. As you can see, not only did we get more space, but we also got some extra cash. Remember, if you ever need some money, you can always sell some of your furniture. Anyway, it's time to renovate the walls and floors. Wie die Wände und Böden. Ich finde die doch super so. Wer würde nicht in so einen schönen Café reingehen?
mit solchen Wänden und Böden. Wir haben hier auch sehr viel Auswahl an Fußboden. Ah, okay. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass es so ein rundes Sprühding ist. Ja. Ah, okay, der tut es dann gleich anpassen an die ganze Ebene. Machen wir einfach mal hier den anderen Boden rein, nur um den Kontrast zu sehen. Und boah, sieht doch nicht schlecht aus. So, wir brauchen aber auch noch die Wände. Ich mache mal auf Pause. Ja, das sind die Wände. Freundliche Wand. Wände, Backstein. Okay, so sieht die Backstein aus. Und so sieht die freundliche Wand aus. Ja. Das macht irgendwie nicht so viel Unterschied. Ich kann jetzt sagen, wir tun hier noch das andere. Für so einen kleinen Kontrast. Und hier jetzt wieder das. Und ja, dann haben wir doch schon die Wände und die Böden gemacht. It reminds me of some popular TV show from the 90s. What was its name? Ha, I can't remember. Anyway, let's keep on working. It would be a waste to have. Ach, deswegen auch diese Phoebe, Phoebe oder wie auch immer die heißt, die hier Musik spielen soll. Deswegen wegen den Anspielungen auf Friends. Wenn wir keine Tische haben und Stühle. Ja, was denn? Tische, Stühle? Wir sind ein Stehcafé. Fertig. Wir brauchen keine Tische und Stühle. So, fangen wir wieder mit den Tischen an. Okay, da es ja diesmal um Bewertungen geht, gehe ich jetzt mal davon aus, dass da auch ein bisschen mit reinspielt, wie teuer die Möbel sind, die wir so drin haben. Nehmen wir mal den hier. Ein Tisch. Zwei Tische. Ah, wobei, vielleicht war das dann. Ah, ne, das ist ja der Eingang. Ah, steht vielleicht ein bisschen blöder Tisch. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass da der Eingang wäre. Da habe ich gerade von der Kameraposition nicht genau gesehen. Schieben wir es doch mal ein bisschen hier rüber. Und mal so leicht versetzt ein bisschen. Und 6 Stühle brauchen wir. Die vielleicht? Ah, die sehen irgendwie nicht so passend aus. Zum restlichen Ambiente. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So. Bin ein natürliches Innendesigner-Talent. Natürlich. Wusste ich schon immer. Rachel Bean. Well, let's hire her. So, Mitarbeiter einstellen. Rachel Bean. Möchtest du für uns Bohnen zermahlen? Schlecht, sehr schlecht, schlecht. Ach so, das sind ihre Skills. Schnelligkeit ist nicht schlecht. Die Kunst ist schlecht. Die Milch ist sehr schlecht. Und der Kaffee ist schlecht. Und man kann die trainieren. Wahrscheinlich muss ich dann auch später trainieren. Rachel Bean, that reminds me of someone. She is now part of your business, but she has no clue when she should start her shift. So let's set up her schedule. Remember, each employee prefers different working hours. Ihre bevorzugten Arbeitszeiten berücksichtigen. Ja, ich wünsche mir auch immer bei meinem Arbeitgeber gewisse Arbeitszeiten, die er dann auch immer einhält. Bestimmt.
Ziehen, um den Zeitplan festzulegen. Was soll ich jetzt ziehen? Ach, das jetzt. Bevorzugt nachmittags. Ah, okay, das ist dann so der Punkt, wo sie es am meisten bevorzugt und so drumherum. Und 5 bis 5? Können wir machen. Okay, wie viele Stunden sie arbeitet, ist fest anscheinend. You successfully assigned her the hours. Now let's wait till she starts her shift. Remember, when there's no barista in the coffee shop, you can always skip time until the next one shows up. Okay, ich kann die Zeit skippen, bis jemand kommt. Und wie? Ah, vielleicht soll ich auch mal die Pause-Taste wieder loslassen. Such as coffee beans, water filters, takeaway cups and milk. However, we've been using cheap, low quality supplies so far, and it's time to level up. Let's prioritize getting better coffee beans from a reliable provider. Okay, wir sollen bessere Kaffeebohnen kaufen. Sind hier meine Kaffeebohnen nicht gut genug, hm? Priorität Kaffeebohnen ändern. Man kann Prioritäten setzen. Dreamway Bohnen. 22,99 pro Packung. Ach so, macht man das dann. Dann wird es danach entweder gekauft oder keine Ahnung. Oder steht dann einfach nur oben dran. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Aber ich glaube, das Tutorial wird uns noch sagen. It's time to open your coffee shop. But did we forget something? Of course. We forgot to set the menu and prices. Let's do that now. Das Menü und die Preise müssen nun festgelegt werden. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Rüber damit. Und rüber damit. Ja, und dann öffnen wir doch gleich mal. Ah, ich muss sogar hier noch... Willst du wirklich das Café öffnen? Ja, das möchte ich. Now it's just a matter of time until it will be full of customers. Do you see this elderly gentleman? Let's see who he is. Älterer Herr? Welcher älterer Herr? Ah. Ah, dieser ältere Herr. Senioren sind freigeschalten. Senioren sind wie Schatzsucher. Sie wissen, wo die guten Sachen sind und schätzen einen gemütlichen Ort zum Ausruhen und Plaudern. Sehen Sie nett, seien Sie nett zu ihnen. Und Sie können einige Ihrer erworbenen Weisheiten mit ihnen teilen. Sagt er dann hier, du musst den Kaffee so und so lang ziehen lassen und... Keine Ahnung. Tom Heckler. Ja, für ihn ist es wichtig, dass der Laden sauber ist. Notice how the money you earn from selling that coffee multiplies. Money multiplier is a secret ingredient of our world. You earn more when your cafe looks nicer. Geldmultiplikation ist eine geheime Zutat unserer Welt. Your money multiplier increases. Let's do it now. So. Verdienst mehr, wenn dein Kaffee schöner aussieht. Ihr Dekorationsstück gibt dir Stilpunkte. Und wenn du gut davon bekommst, okay. Ach. Good job. Now you have a hint. Ich habe ja schon gute Sachen gekauft. Thanks to that, you will be able to invest more money to grow your business. For example, by training your employees. Try to train Rachel in any skill now. Ja, Rachel, dann schick mal dich doch mal auf den Lehrgang. Ach, ich kann auch ihre Gedanken lesen. Ja, wir trainieren Kaffee. Wir haben ja keinen Milch, glaube ich. Weil ich mir da jetzt auch nicht sicher bin.
Once Rachel's training is done, her skill will improve. It's important. Ah, jetzt habe ich es überklickt. Das ist wichtig, dass Rekruten die Fähigkeiten deiner Mitarbeiter bewerten. Ich finde es sehr interessant, dass sie ihre Schulung macht, während sie hier gerade arbeitet. Aber gut. Ist halt ein Multitasking-Talent. Habe eine Gitarre, habe einen Gitarrenverstärker. Bewertung von 30. Why you even need a guitar and amplifier? Well, there's a rising star of New York music, a girl called Phoebe. She won't give a concert Phoebe. In every coffee shop, though. Doch, Phoebe. It must be liked by lots of people, and well, you must provide the proper gear. Her presence will surely make your place very popular. I have to go now. See you soon, somewhere in the world. Ja, wenn die hier auftreten will, können doch ihre eigene Gitarre mitnehmen. Speziell klassische Gitarre, klassische Sunbird Gitarre, dann nur eine optische Sache. Ja, die stellen wir jetzt mal hier hin und den Verstärker. Ist das sogar ein Tony Marshall Verstärker? Wahrscheinlich so eine Fake Marshall Werbung für das Spiel. Ja, überspringen wir mal die Zeit. Oh, da liegt Müll. Ganzes Buch. Aber es ist nicht radioaktiv verstrahlt wie das andere, was die Studentin hinterlassen hat. Wir müssen noch die Stilpunkte wegen hochbringen. Gemälde in Form einer hohen Gitarre, das passt doch ganz gut hierhin. Natürlich ist das Exit-Schild auch einfach nur ein Stilmittel und hat sonst keinerlei Funktion. Wir wollen ja nicht, dass die Leute sich hier retten können. Wie viel habe ich jetzt an Stilpunkten? Wo sehe ich das? Okay, ich habe schon genug. Oder? Ne, Bewertung. Ah, ich werde dann bewertet noch von den Leuten irgendwo. Unten im Café. Ah, da sind die Bewertungen. Gib mir eine bessere Bewertung. Der Preis für Espresso ist hoch. Ja, hast du dir mal angeguckt, wie viel die Bohnen kosten? Da ist der Preis natürlich hoch. Sagst du? Ist ein bisschen hoch. Oh, es ist ein Punker. Ein Hipster. Der Hipster findet es wiederum günstig. Aber die Studenten, ja, die Studenten haben halt kein Geld. Wie soll man sich als Student noch heutzutage einen Kaffee leisten? Wenn es so weitergeht, muss ich doch die Preise ein bisschen runter tun. Dein Kaffee, Rocket Coffee, wurde ausgezeichnet. Das am besten dekorierte Kaffee in der Stadt. Yay! Das beste dekorierte Kaffee der Stadt. Seht euch doch nur diese tolle Deko hier an. Und wie geht das jetzt hier mit der Musikerin so nebenbei? Okay, ich habe die Kampagne schon erfüllt ohne die Musikerin, aber ich will jetzt trotzdem noch gucken wegen der Musikerin. Weil irgendwie habe ich das etwas übersehen. Sicherheitsdiensthandwerker. Ja, okay, ich habe eine Gitarre für eine Musikerin, die eventuell hier auftreten könnte, aber die irgendwie nicht aufgetaucht ist in diesem Tutorial.
Region, Finanzen, Vorräte. Hä? Das ist doch irgendwie merkwürdig. Na gut, dann ist es so. Dann gehen wir doch zur nächsten Mission. Eine können wir noch packen. From the city that never sleeps to the land of Samba and Caipirinhas. Samba und Caipirinhas. Good luck keeping up with the busy commuters, but hey, if you can make it in Sao Paulo. Oh, in einer U-Bahn-Station sind wir dann. After surviving the morning rush hour first. Espresso Tycoon. Oh, der Rhythmus dieses Songs, der packt einen schon. Nice to see you again. This time at the metro station in Sao Paulo. I'm so excited. I have never seen a coffee shop placed 8 floors below the ground level. Although there's not much competition in this particular location as always, we must start by creating a brand. Okay. Ja, wir bleiben mal bei Rocket Coffee. Suchen wieder das tolle Raketenlogo raus. Na, da war's doch. Roter Hintergrund. Ja, wir machen jetzt einfach irgendeine andere Schrift. Auch wenn es nicht wirklich gerade lohnenswert ist, sich damit groß zu beschäftigen. Ich soll schon wieder irgendwelche Leute stalken. Geschäftsmann. Also für mich sieht es wie eine Geschäftsfrau aus, aber... Okay. Warum man da... Hättet ihr auch einfach hier Geschäftsleute draus machen können? Sind wie Rennfahrer. Immer in Eile und brauchen schnelle Energie. Sie möchten ihren Kaffee genauso schnell und heiß wie sie selbst. Verzögerung vermeiden. Sonst lassen sie im Staub zurück. Das Menü bietet keinen Kaffee an, den ich bestellen würde, okay? Leider haben wir keinen Kaffee auf der Speisekarte, den sie mögen würde. Ja, welchen Kaffee würde sie denn mögen? So far we've been working with only basic coffee recipes, but from now on we're equipped with a powerful tool. Coffee Editor. It lets us not only ein Kaffee-Editor, okay. Also check out if different social groups like them. Let's sew a tailor-made suit. I mean coffee for businessmen. Ah. Das ist jetzt das Menü, weswegen ich mich entschieden habe. Ich mache es ohne Kamera, weil da dann auch viele Panels überall an jeder Ecke waren. So, wir können hier die Tasse einstellen, wie groß, wie klein. Ja, machen wir doch mal die Tasse. Nächster Schritt. Die Basis. Ah, und da hast du dann hier den Regler, der zeigt, was es interessant ist. Wir müssen uns ja auf Geschäftsleute. Hier steht jetzt auch Geschäftsleute. Warum dann bei dem einen Panel dann Geschäftsmann stand? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein Flüchtigkeitsfehler beim Übersetzen dann. In dieser Mission haben die Geschäftsleute folgende Präferenzen. Zutaten gefällt, Himbeersirup. Temperatur kalt. Geschäftsleute trinken kalt ihren Kaffee. Okay. Zutatenkategorie, die gefällt, Milch. Größe extra groß. Koffein hoch. Das hättest du mir vielleicht bei der Tassenauswahl schon sagen sollen. Dann nehmen wir natürlich doch dann die größere Tasse. So,
plus 5 Sekunden zur KW-Zubereitungszeit. Oh, da fahren die Hipster voll drauf ab. Da kann ich sogar, wie viel Milliliter von was drin ist, mit reintun. Okay, kann ich dann von der Basis mehrere Sachen reintun? Ja, kann ich. Vorbereitungszeit, Preis der Zutaten. Kalorien werden sogar auch noch angezeigt. Okay. Koffeintemperatur. Kalte Milch. Sieht ein bisschen leer aus. Trägt man es noch mit Wasser? Es sieht irgendwie so falsch aus, wenn es so aufgeteilt ist. Aber so mögen ihn anscheinend die Geschäftsleute. Preis der Zutaten 2,50. Koffein. Temperatur 26 Grad. Verstehe nicht, warum in Klammern dann noch immer irgendwas anderes mit circa da ist. Ach, wir sind schon voll damit. So, jetzt ist es noch ein bisschen billiger. Und ja, anscheinend wirklich nur für Geschäftsleute geeignet. Ich könnte jetzt noch Himbeersirup mit reintun, wenn die Kapazität nicht voll wäre. Temperatur 20 Grad, okay. Ja, wie nennen wir denn unseren tollen Kaffee, der zur Hälfte aus Wasser besteht und dann noch ein bisschen Milch und so. Um halt noch irgendeinen fancy Namen. Ah, da kannst du noch später noch Toppings und so ein Zeugs mit reintun. Kannst du ja richtig austoben als Kaffee-Fan. Wir machen einfach den Chef Kaffee draus. Ist ja eh relativ egal, weil ist ja eh nur ein Tutorial. Great. Now boosted with your coffee, they can take care of their business even faster. By the way, sometimes you may wonder how different social groups react to your entire coffee repertoire. You can always check that in the customers window, specifically in the preferences tab. Check it out now. Fenster Kunden überprüfen. Referenzen. Nice overview, right? Ideally, every social group should be colored green, which means you offer something they really like. If it's yellow, they may order something from time to time. If it's red, they will never order anything. By the way, our current coffee machine is decent, but we should invest in a newer model. Let's upgrade it now. Die im roten Bereich sind, die werden nie auftauchen. Nein, ich werde niemals lässige Kunden haben in diesem Tutorial. Kaffeemaschine, Milchaufschäumer? Nein, in Gebrauch. Ach, da dann rüber. Qualität 1 Stern. Schnelligkeit 2, Milchaufschäumer, ja. Barista Spots 2, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, nehmen wir die doch mal. With this coffee machine, the taste and preparation time of your coffee will be improved. But that's not all. This model also contains a milk frother. It means you'll be able to prepare coffees with steamed milk or milk foam and decorate them with latte art. Let's make use of it. Latte art. Yay. Das heißt, ich muss jetzt noch einen Kaffee machen mit Latte art. Ja, wir nehmen die einfache Tasse jetzt erstmal.
Holy shit, ich als Filter-Kaffeetrinker bin ja schon gnadenlos überfordert von der Auswahl. Gibt's überhaupt Leute hier, die Koffein trinken wollen? Ja, die Hipster, die trinken wohl anscheinend alles, solange es selbst gemacht ist. Eine Tasse mit Eiswürfeln, das wär's doch. Kostet mich, was? Die Tasse mit Eiswürfeln kostet mich 1,30 Dollar in der Produktion. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja komm, wir nehmen den Espresso, wir nehmen heißes Wasser mit rein. Aufgeschäumte Milch, dann ist jetzt auch die Latte Art verfügbar. Senioren mögen's, wenn es schäumt und anscheinend. Koffeinmittel. Kalorien sehr hoch. Heißt meine sind sie jetzt gerade sehr hoch oder? Die bevorzugen sehr hohe. Die bevorzugen sehr hohe Kalorien. Ich kann auch versuchen, auf die lässigen zu gehen. Die wollen nur sehr wenig Koffein, okay. Nehmen wir doch das raus und tun mal koffeinfreien Kaffee rein. Und selbst das ist denen noch zu viel Koffein oder was? Ah ne, das ist in Ordnung. Kalorienmittel. Bis 259. Dann hören wir auch mal den Milchanteil ein bisschen. Also Wasser hat zwar keine Kalorien, aber kommt auch noch ein bisschen mehr rein. Was fehlt noch? Temperatur. Der koffeinfreie Kaffee war so kalt oder was? Das wird wahrscheinlich die aufgeschäumte Milch sein. Nee. Ah. Es ist wohl zu warm. Dann kommt kaltes Wasser rein. Da wird's kälter. Warum ist es hier rot markiert? Warum kann ich jetzt nicht mehr die Latte atmen? Die wurde vorhin doch angezeigt. Ja, die muss oben hin. Ich kann die auch hier miteinander switchen, die Sachen. Okay, das ist nett, denke ich mal. Ich sollte wohl etwas Himbeersirup mit reintun. Damit es wegen süßer wird. Ja, jetzt mögen es doch die lässigen Leute. Heißt, die werden jetzt auch meinen Laden stürmen. Und Kaffee trinken bis zum geht nicht mehr. So. Okay, das sind jetzt so die grundlegenden Sachen. Ich kann entweder sowas machen. Schau mir nice. So, und dann haben wir hier eine Zusammenfassung von allem. Ja, ohne. Koffein. Ich bin jetzt ganz kreativ. Weil, wie schon gesagt, ist ja nur ein Tutorial-Game.
Wenn dann danach das richtige Game losgeht, da sind wir dann kreativer. Beautiful drawing on their coffee. When creating latte art, you can always use one of the popular templates, but surprise, you can also create your own drawing. Try it now. Stell Kaffee zum Menü hinzufügen. Nicht standardmäßiger Latte Art. Okay, jetzt soll ich noch einen machen mit noch so einer Latte Art, okay. Ja, ich nehme jetzt die Tasse. Oder die, ist ja auch egal, welche Tasse. So. Ja, was ist dann nicht Standard Latte Art? Achso, Latte Art. Art. Kunst, nicht Art wie die Art, wenn. Ja, dann machen wir noch einen mit Koffein. Für die Senioren vielleicht. Was mögen denn die Senioren? Mittleren Koffeingehalt. So, Anzahl der einzigartigen Schichten, wenig. Weniger als 5 ist... Also bis 5 ist es noch wenig. Das sind mehr Schichten als mein Kaffee hat. Mein Kaffee, den ich sonst trinke, besteht aus einer Schicht. Außer ich kaufe vielleicht noch irgendwie so einen Milchkaffee unterwegs. Kalorien sehr hoch. Ich da jetzt die Kalorien sehr hoch. Damit Eis. Und den gefällt Erdbeereis. Und wenn es kalt ist. So, noch ein kaltes Wasser, damit die Tasse wenig voll wird. Und Milchschaum. Und ja, der hat schon ein Stück weit eingepasst. Das sieht gut aus. Den würden sogar die Geschäftsmänner trinken. Die Geschäftsleute. So. Deine Latte Art Kreation. Haselnuss zum Ausblenden. Was zum? Okay, ist interessant. Das ist eine ganz nette Idee hier in dem Spiel. Nur blöd, dass ich sowas immer verkacke. Ich versuche gerade eine Rakete zu bauen. Sieht aber, glaube ich, eher weniger aus. Wie funktioniert es mit dem Haselnuss zum Ausblenden? Oh Gott, der sieht so falsch aus. ja, nee, komm mal nur zurück. Wir machen einfach ein Smiley. Ein nettes, gequält aussehendes Smiley. Oh Gott. Ja. Name. Smiley. Oh Gott, das sieht so gequält aus. So ein krampfhaftes. Ich muss gerade irgendwie grinsen, obwohl mir nicht danach ist. Smiley. The Happy Day Coffee.
Latte art is my favorite kind of art. Since we improved the coffee repertoire a bit, let's focus on the style of this place a bit. We're underground, so every plant brings some freshness to this place. However, you need to water them. Otherwise, they will wilt. I actually saw some dry plants here. Let's bring them back to life. Pflanzen gießen muss ich auch regelmäßig, okay? Was hat's mit diesem Wasserfilter zu tun? Ich weiß es nicht. Irgendwo sollte noch eine Pflanze sein. Oder bin ich blind oder muss ich erst noch eine kaufen? Ah, da vorne. Das habe ich ganz vergessen, dass das auch noch zu uns gehört. Green plants look much better. Don't forget to water them from time to time. By the way, it's not the only thing you have to take care of. When the tables or chairs are being used often, their condition gets worse. Do you see this chair? It's time to fix it. Den Stuhl reparieren? Dann reparieren wir doch mal den Stuhl. Warum kann ich es nicht mit einmal draufklicken, alles gleich reparieren? Plants, chairs, tables, and of course, the coffee machine. Anyway, you've learned about a new aspect of the coffee business today. But of course, never forget about the basics, like hiring... Ja, ich muss erst noch einen Angestellten anheuern, oder? Wen nehmen wir denn da? Die wollen alle 8 Stunden? Ne, die wollen nur 6 Stunden arbeiten. Kann man jetzt auch noch irgendwas ordnen? Also das hier wäre die billigste Person. Was sind meine Ziele? Verkaufe 10 Kaffees mit Latte Art. Besitzt Barista mit der Fähigkeit Kaffee auf Mindeststufe gut. Da wäre der billigste gar nicht mal das schlechteste. Den kann ich ja trainieren. Und... ja, Vorräte. Erstmal kurz pausieren. Habe ich auch irgendwo einen Überblick, was auf Lager ist? Ach, da, Einheiten auf Lager. Der Mäh, Espresso. Ja, komm, wir tun den. Ach, einfacher Wasserfilter muss ich dann auch immer wieder bestellen. Enthält 3000 Milliliter. Bestellen wir davon ein bisschen was, vorsichtshalber. Komm, in 3 Stunden ist es. Und ja, wir sind mal großzügig und bestellen mal besseren Kaffee. Sollte wahrscheinlich auch schon reichen. Weil, warte mal, vielleicht muss ich auch noch Milch bestellen, fällt mir gerade ein. Halt, falsches Fenster. Ah, ich habe ja einen koffeinfreien auch mit auf der Liste. Wäre mir auch mal was. Kaffee, Wasser, Bohnen, Zutaten. Ja, da reicht die einfache Milch. Komm, stell mir Milchstraße. Muhu! Die Milch der Größten. Okay. Erdnusscreme, Erdbeereis. Ich fasse halt immer noch nicht, dass da Mayonnaise dabei ist. Ich hoffe, das ist nicht als mögliche Kaffeezutat drin. Sonst wäre es ziemlich merkwürdig. Ja, komm, den einfachen Strawberry Eis bestellen wir auch noch. Ein paar. Vanille Eis, Himbeer, Sirup. Habe ich doch auch in irgendeinem Kaffee drin. Das passt schon. Und. Ja, dann öffnen wir doch mal. As you may have noticed, ah, Mist. For safety reasons, we celebrated the opening with confetti, not fireworks this time. Well, that's it. I think you're ready to complete the... Wie Feuerwerk in der U-Bahn-Station ist verboten. Ich muss auch den Schichtplan machen, fällt mir gerade ein. Boah, wenn wir jetzt 12 Uhr haben. Der will nur vormittags. So. Plan ist erledigt.
Besitzt Barista mit der Fähigkeit, ja, den muss ich dann auch noch. Kann ich auch eigentlich gleich auswählen, dass ich ihn trainiere. Bestellvorschläge, einfaches Filterwasser, mehr Kaffees. Ist doch schon unterwegs. Müsste jetzt doch auch gleich ankommen. Nach diesem Zeitsprung. Ist automatisch im Lager drin oder muss ich das irgendwo. Ah, da kommt jetzt die Drohne. Ja, die Drohne dürfen wir auch in der U-Bahn-Station rumfliegen. Oh, es kommt alles einzeln an. Ja, der beschwert sich jetzt, weil ich ich muss diesen Mac-Kaffee nehmen. Komm. Oder warte mal, hat das mit der Priorität was zu tun? Na, ja, das sehen wir dann. Ist ja eh nur ein Tutorial. Um es ein bisschen zu verstehen. Pflanzen bewässern wir noch ein bisschen. Ach, ich muss 8 Pflanzen haben. Ja, dann kauft man noch ein paar Pflanzen. Pflanze Nummer 4. Pflanze Nummer 5. Pflanze Nummer 6. Sieben. Acht. So, dann ist der Teil schon mal erfüllt. Und ich könnte auch einfach das Menü anpassen. Und kann die oberen beiden rausstreichen. Die anderen haben ja die Latte Art Kunst mit drin. Dann gibt es halt nur noch die zu kaufen. Dann habe ich mein Ziel schnell erreicht. Okay, da haben wir Kundenbewertungen. Aber mich interessiert jetzt mein Mitarbeiter gerade mehr. Nochmal trainieren, dass der ein guter Mitarbeiter wird. Man muss ja seine Mitarbeiter regelmäßig fördern. So, ja komm, wir können glaube ich mal ein bisschen vorspulen. Ah, wir haben 2 Eingänge. Fällt mir gerade erst auf. Ich finde es gut, dass immer noch Leute in den Laden reingehen, wenn da kein Mitarbeiter ist. Hat die Ausbildung beendet. Ja, dann müssen wir noch 5 Kaffee verkaufen und dann sind wir mit dem Tutorial auch schon fertig. Also liebe Leute, kommt her und kauft meinen Kaffee. Mit der extra Schraumkrone oben drauf. Es ist nicht mein Lieblingskaffee. Aber ich habe mir so viel Mühe gegeben. Aber solange du es kaufst, ist mir recht. So, komm, 3 Kunden noch.
Ja, gleich haben wir's. Oh, der muss zu lange warten. Und wir haben es geschafft. Halleluja! Ja, liebe Leute, dann würden wir für heute auch Schluss machen hier. Wenn euch das Video gefallen hat, vergisst nicht ein Like da zu lassen und ein Abo auf dem Kanal, wäre auch nicht schlecht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Expresso Tycoon wieder. Bis dahin, Servus!